Moin! Wäre es nicht geil, wenn man eine Plattform hätte, wo man als Gamer in Prototypen reinschnuppern könnte, beziehungsweise Alpha-Tests mitmachen könnte, um Feedback zu geben für Indie-Developer? Das dachte sich der Entwickler von G-Round bzw. Game Round auch und hat gesagt: Hier, Martin, du guckst dir öfter mal in die Spiele an, deine Community interessiert das vielleicht. Hast du nicht Bock, meine Website vorzustellen? Da habe ich gesagt: Klar, ich bekomme Geld dafür. Sponsored Video, vielen Dank. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich werde kritisch sein. Das heißt, Transparenz halber, ich werde für dieses Video bezahlt, aber ich werde mich sehr, sehr kritisch äußern. Gut, hervorragend. Bin ich komplett bei euch. Gut, fangen wir ein paar formelle Sachen oben an. Das ist natürlich von Katapult gesponsert, also die Sponsorship-Vermittlungsseite letztendlich. Und ich werde dann auch hier irgendwo ein Logo einblenden, damit das halt gut sichtbar ist und auch den Regularien entsprechend entspricht. Gut, Prämisse ist erstmal eine ziemlich geile Sache. Wir haben also Prototypen, Alpha-Beta-Tests von Indie-Spielen, die wir als Community anspielen können, indem wir einen kostenlosen Account hier haben. Ne? Das ist schon mal eine ganz gute Sache, das ist praktisch. Das Humble Bundle Lite, wenn ihr so wollt. Ne, kostet nichts und ihr seht halt jede Menge unfertige Spiele. Wenn man so möchte, letztendlich. Jetzt fangen aber auch schon die Probleme an. Wir hatten gestern im Stream ein Spiel gespielt, nennt sich Bullet Bill. Ne, ist bis, ich glaube, bis zum 12. Mai auf der Website verfügbar. Kann sich jeder runterladen, kostet nichts, ist ein Arena-Shooter, kann man ein paar lustige Runden mit haben, macht auf jeden Fall Laune. So. Problem dabei war, das ist ein Multiplayer-Spiel. Und jetzt denkt man sich, hey, es wäre doch cool, wenn man eine Freundesliste hätte, aus der man direkt Leuten beitreten könnte oder wo man sagen könnte, okay, ich lade die Person in meine Spielrunde ein. Das ging nicht, weil GameRound diese Funktion überhaupt nicht anbietet, obwohl es Spiele anbietet, die Multiplayer-Titel sind. Und ich finde, da muss nachgebessert werden, weil das ist etwas, ich sag mal, es ist eine Quality-of-Life-Geschichte, aber es ist etwas, was mir fehlt. Und was das Joinen bzw. Schauen, wo letztendlich die andere Person auf welchem Server die gerade ist, enorm schwer gemacht hat. Jetzt hatten wir natürlich die glückliche Situation, dass ich glaube insgesamt drei Leute in diesem Spiel online waren. Das waren einmal Baloo und ich und das war einmal irgendeine Random-Person. Die ist uns hinterher gejoint und da haben wir uns irgendwie für Free for All entschieden, weil es dann halt einigermaßen fair ist. Und das war auch alles soweit ganz gut. Jetzt haben wir aber das nächste Problem gehabt, nämlich Emma wollte ja auch mitspielen. Gut, das Problem hier ist, wir haben versucht, den Kram vor dem Stream runterzuladen. Das hat auch bei Baloo und mir gut geklappt. Bei Emma allerdings nicht. Und das liegt an den Peer-to-Peer-Connections. Oder wir vermuten es zumindest. Weil, egal ob man Peer-to-Peer anhatte oder aushatte, es hat halt einfach nicht bei ihm geladen. Und jetzt haben wir das Problem, dass ich sowieso kein Freund von Peer-to-Peer bin, weil es halt, ne, es hat irgendwie so diesen Torrents-Vibe und schwierig. Ich habe es bei mir auch direkt ausgemacht. Und trotzdem haben wir jetzt halt Server, die den Download nicht bereitstellen können. Und das ist schade. Das finde ich ist auch so eine Geschichte, wo man sagen muss, infrastrukturell ist diese Website noch nicht auf dem Stand, wo ich sie guten Gewissens empfehlen könnte. Aber das ist nur einer der Punkte. Jetzt habe ich also mich angemeldet auf dieser Website, nutze den Launcher von denen, worüber ich Sachen runterladen kann und so weiter und so fort. Ist gar kein Thema. Jetzt würde ich gerne Informationen über das Spiel haben oder meine Review abschicken. Jetzt können wir uns überlegen, wo können wir das denn tun? Sinnvoll wäre, wie man das bei Steam auch macht, in der Bibliothek. Ne, man hat Informationen zu seinem Spiel und kann da letztendlich auch eine Bewertung abgeben. Das ist hier allerdings nicht so. Man muss auf die Webseite dafür. Und das finde ich dann, stellt sich mir die Frage, warum brauche ich denn überhaupt den Launcher, wenn überhaupt nicht die, ich sag's mal, Kernfunktionen eines Launchers mitbringt? Ne? Dass ich eine Bewertung abgeben kann. Also, dass ich eine Review schreiben kann zu dem jeweiligen Spiel, was ich gerade teste, und dass ich Informationen zu dem Spiel habe, weil außer dem Logo sehe ich in diesem Launcher überhaupt nichts. Und das ist ziemlich schade. Es fehlt halt einfach. Gut, okay. Reviews. Das ist auch so ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Die Reviews kann man, wie gesagt, nur auf der Website eintragen und man hat halt ein Freitextfeld von 3000 Zeichen. Das ist auch relativ ausreichend, meiner Meinung nach. Und man hat einen, ich glaube, 10 Fragen Multiple Choice. Das Problem ist, diese 10 Multiple-Choice-Fragen sind für jedes Spiel gleich. Zumindest für alle, die ich gesehen habe.
Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, muss ich in einem Prototypen, wo ich vielleicht nur Blockout-Maps habe, in einem Arena-Shooter, nachfragen, ob mir die Story gefallen hat? Die Frage kann sich jeder selber beantworten, natürlich nicht. Ergibt gar keinen Sinn. So. Jetzt ist natürlich die Frage, liegt es am Entwickler, weil er nur diese Standardfragen ausgewählt hat und faul war? Oder liegt es an der Plattform, die überhaupt nicht die Möglichkeit bietet, dem Entwickler zu sagen, okay, ich möchte einen eigenen Fragebogen erstellen? Weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass jemand sagt, okay, ich habe jetzt eine super geile neue Waffe rausgebracht, ich würde die gerne balancen gegen das, 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 das. Ne? Wie performt die im Vergleich? Gib mir mal ein bisschen Feedback dazu. Ist das Trefferfeedback gut? Wie ist die Nachladegeschwindigkeit und so weiter und so fort. Das wären alles Dinge, die bei Bulletville zum Beispiel hätten zutreffen können, weil es halt sinnvoll gewesen wäre. War halt hier nicht der Fall. Das heißt, ich musste sehr, sehr viel von meinem Feedback, was ich eigentlich, ich sag's mal, mir als Multiple Choice gewünscht hätte, komplett ausschreiben. Ist auch nicht verkehrt, hat der Gamer auch was zu tun, gar kein Thema. Ne? Es ist aber, wie gesagt, etwas, was man im Hinterkopf behalten muss für die Struktur dieser Website. Gut, machen wir weiter. Wir hatten darüber geredet, P2P, schwierig, was gut lief. Und da müssen wir jetzt auch mal hervorheben, die Server liefen. Soll heißen, das, was letztendlich passiert ist, sobald man im Spiel drin selber drin war, lief einwandfrei. Da habe ich überhaupt gar keine Probleme gehabt. Ich glaube, Baloo hatte zwischendurch mal ein kleines Memory Leak, wo die FPS ein bisschen gedroppt sind. Aber das war halt clientseitig, das war nicht serverseitig. Ne? Das muss man hier zugute halten. Sehr niedriger Ping, war alles wunderbar. Wie gesagt, das zweite Spiel konnten wir nicht testen, weil das zweite Spiel keine Freundeseinladefunktion in dem Spiel selber hatte, also keinen Serverbrowser in dem Sinne. Und es, wie gesagt, auch keine Freundeslistenfunktion bei GameRound gab. Das heißt, das habe ich alleine gespielt. Gut. Was passiert jetzt also, wenn der Gamer den lieben langen Tag gamet und seine Review schreibt und seines Lebens froh ist? Er bekommt dafür Punkte. Das heißt, eine Gamification der Reviews ist auf jeden Fall ein Ding. Die Frage ist jetzt, ist das Ding sinnvoll? Muss ich das machen? Ist das für mich eine viable Option zu sagen, okay, ich möchte jetzt, oder ist das ein Incentive zu sagen, okay, ich möchte jetzt eine Review machen, weil ich dafür belohnt werde? Prinzipiell ist. Sind Belohnungen natürlich ein guter Anreiz letztendlich, um etwas zu tun. Die Frage ist, sind die angegebenen Sachen, die man für diese G-Points, G-Punkt, es tut mir leid für diesen Witz, ob man die überhaupt braucht letztendlich an der Stelle. Wir haben aktuell vier Produkte zur Auswahl. Das ist ein Controller, das ist ein Maus und Mauspad, ein Kopfhörer und ein Thermobecher. Was der Thermobecher da drin zu suchen hat und mit Gaming zu tun hat, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Allerdings wäre es auch tatsächlich das einzige von den vieren, was ich mir persönlich holen würde für diese Punkte. Das liegt aber auch daran, dass ich als Streamer bzw. Content Creator natürlich ein gewisses Maß an Anforderungen für mein Equipment habe. Das heißt, ich setze mir nicht jedes 0815 Headset auf den Kopf, ich nehme nicht jede 0815 Maus und arbeite damit, weil ich halt teilweise 10 Stunden hier am Rechner sitze. Und das gleiche gilt natürlich auch für einen Controller. Wenn ich einen Controller haben will, hole ich mir einen vernünftigen Controller. Ja? Und ich weiß nicht, ob die Sachen selber so qualitativ hochwertig sind, um zu sagen, okay, da stecke ich jetzt, keine Ahnung, 70, 80, 90, 100 Stunden in Game Round rein, nur um mir dann letztendlich einen Controller zu holen, den ich mir vielleicht auch für 5 Euro im Mediamarkt hätte holen können. Ja, das muss man immer im Hinterkopf behalten. An sich ist es natürlich ein netter Incentive, aber ich weiß nicht, ob es da nicht vielleicht besser gewesen wäre, 5 Euro Google Play Guthaben auszu. Ja, also so, um den Gedanken fortzuführen. Dann kann man wenigstens noch was mit anfangen, in Anführungsstrichen. Gut. Wichtig ist, das müssen wir jetzt hier auch nochmal anmerken, jeder Account kann in der Promophase nur ein Goodie annehmen oder einlösen letztendlich. Soll heißen, wenn ich jetzt mich tot reviewe und ganz viele Punkte sammle, ganz viele G-Points, dann bekomme ich trotzdem nur eine Sache hinterher raus. Das muss man im Hinterkopf behalten, solange diese Promophase halt läuft, wie auch immer. Ne? Gut, habe ich hiermit euch mitgeteilt. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich einigen starken Tobak hier aufgetischt. Ist das eine sinnvolle Geschichte? Ist das eine sinnvolle Plattform? Ich würde sagen, ja. Es ist eine sinnvolle Plattform, die aber noch wesentlich, wesentlich weiter gehen muss. Das heißt, wir haben uns angeguckt, wie sieht die Infrastruktur aus? Katastrophal. Wie sieht die Struktur aus? Katastrophal. Wie sieht die Prämisse aus? Super, super vielversprechend. Und wenn hier weitergearbeitet wird, kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Traum, ne, ein Steam zu sein für Indie-Entwickler, wo man eine Test-Community hat, wo man Feedback bekommt, dass das eine sehr, sehr gute Geschichte ist.
Ne? Vielleicht bin ich da auch etwas idealistisch und sage, okay, ich möchte das, weil ich gerne Indie-Entwickler unterstütze. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was Potenzial hat. Und ich glaube, das Potenzial wird hier noch nicht komplett ausgenutzt. Wenn ihr jetzt trotzdem sagt, okay, ich kann über all das hinwegsehen, ich möchte meinetwegen kein Quality of Life haben und ich sage, ich gehe trotzdem auf die Website, um zu reviewen und ich hole mir die Infos von der Website statt vom Launcher, dann seid ihr natürlich ganz recht herzlich eingeladen, meinen Referral-Code zu nehmen, um euch da kostenlos anzumelden. Ne? Ist super einfach, E-Mail angeben, Passwort festlegen, E-Mail bestätigen, runterladen, los geht's. Ne? Da ist überhaupt keine Schwierigkeit bei. Vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal an Balu und Emma, die sich das gestern mit mir angeschaut haben und so ein bisschen Feedback auch dazu gegeben haben, weil alleine ist das natürlich auch ein bisschen viel, sich eine komplette Plattform anzuschauen. Und ich finde, dass wir in den meisten Punkten auch übereingestimmt haben. Und ich glaube, wer sich das mal gönnen möchte, sollte das auf jeden Fall tun. Und ja, falls nicht, dann halt nicht. In dem Sinne, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr könnt auf jeden Fall jede Menge coole Prototypen mitnehmen, sobald ihr letztendlich in dieser Plattform angemeldet seid oder auf dieser Plattform angemeldet seid. Und in dem Sinne sage ich einfach mal, bis dahin, macht's gut. Haut rein.